Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur nächsten Runde über die TC-Trailer-Gateway-Familie von IDAM Telematics. Wir sind in gleicher Runde wieder zusammen. Die Frau Carmen Ola und der Herr Jens Zeller sind wieder bei mir. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Gleschers. Guten Morgen, hallo, Herr Gleschers. Und dieses Mal soll es ja um ein anderes Gerät gehen. Wir haben es beim letzten Mal schon angesprochen, als es um den TC-Trailer-Gateway Basic ging. Heute geht es um die Pro-Variante. Frau Ola, reißen Sie uns doch mal ganz kurz zusammen, jetzt auch ein bisschen ausführlicher. Was kann denn das Pro und wie unterscheidet sich zur Basic-Variante? Sehr gerne. Ja, also wir haben in diesem Jahr unsere Familie gelauncht, wie Sie schon richtig gesagt haben, die Basic, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen und die kommt ja schon mit einem riesen Paket an Standard-Features, wie da zum Beispiel zu nennen die Reifenüberwachung, EBS, Fehlercodes, wir haben Wireless-Schnittstellen, wie zum Beispiel Bluetooth, WLAN, wo man das Ganze auch über unsere Service-App in Betrieb nehmen kann. Das heißt, da haben wir schon einen riesen Standard. Mit der Gateway Pro haben wir jetzt allerdings noch viel mehr Hardware-Schnittstellen. Und da haben wir natürlich Fahrzeuge, die wir des Weiteren bedienen können, wie zum Beispiel Kühlaufbauten. Wir haben Transportprozesse, die wir überwachen können, wie für Lebensmittel oder speziell auch für den Bereich Pharma, der natürlich sehr wichtig ist. Aber wir können auch drumherum noch viel mehr Dinge abgreifen, um da halt eben auch zu prüfen, dass das Fahrzeug, aber auch zum Beispiel die Kühlmaschine, wirklich da auch ihren Betriebszustand halten kann. Also es gibt halt noch viel, viel mehr, die wir hier eben abgreifen können. Ganz viele Daten. Okay, Herr Zeller, wenn Sie das mal beschreiben wollen, ab wann sollte man denn zum Basic greifen? Ab wann sagen Sie, es geht nicht ohne das Pro, das ist das Gerät der Wahl? Sehr, sehr gute Frage, Herr Gliszewski, weil tatsächlich die Basic kann ja schon sehr viel, das hatten wir ja letztes Mal dargestellt, aber wenn Sie mich jetzt so fragen und ich gebe jetzt einmal eine bildhafte Antwort, dann lautet die, alles was mit temperaturgeführten Transporten zu tun hat, kommt die Pro zum Einsatz. Wir sagen ja nicht umsonst, aufbauend auf die Basic hat die Pro noch mehr Funktionalitäten. Deswegen nennen wir es sehr scherzhaft intern immer das Schweizer Taschenmesser, kann alles. Aber speziell ansetzen würde ich es bei temperaturgeführten Transporten. Auch Pharmatransporte? Genau, das ist die Königsdisziplin dann, gute Frage. Und da sind wir natürlich auch bei Corona-Transporten mit vielen Kunden aktiv. Aber ich will es nicht auf Corona alleine fokussieren, sondern es sind ja auch andere temperaturgeführte Pharmatransporte. Die meisten pharmazeutischen Produkte vertragen keine höheren Temperaturen. Und das alles zu dokumentieren, das macht uns der Gateway Pro mit einer hohen Zuverlässigkeit und mit Freude. Kann ich vielleicht noch eins ergänzen, ja, lieber Jens? Was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, wir reden hier von den Impfstoffen, wir reden von Pharmaprodukten, die natürlich auch sehr, sehr teuer sind. Das heißt, auch hier haben wir mit digitalen Eingängen, digitalen Ausgängen bei der Pro auch eben die Möglichkeiten geschaffen, wie zum Beispiel die Türen zu kontrollieren, aber auch die Temperaturen innerhalb des Kühlfahrzeugs zu steuern, also die Setpoints über eine Zwei-Wege-Kommunikation. Auch hier ganz wichtig, wenn ich zum Beispiel mal die Fracht ändere, dann kann ich auch entsprechend von dem Portal aus die Temperaturen anpassen. Das Portal, da reden wir vom Cargofleet-Portal. Richtig? Genau, richtig. Ja. Okay. Ja. Aber bevor wir kurz mal auf das Portal vielleicht zu sprechen kommen, Sie haben angefangen, Frau Ola, die vielen, vielen Funktionen und Features zu erwähnen, die man jetzt mit dem Pro abdeckt. Vielleicht haben Sie da noch ein paar weitere Informationen. Momentan sind wir bei Kühltransporte, speziell Pharmatransporte. Das ist ja schon mal eine ziemliche Hausnummer, also komplizierter und wertvoller vom Transport, wie der ablaufen muss, unter welchen Grenzen geht es ja nicht als bei Pharma. Was kann man denn mit dem Pro noch? Also was die Hardware-Schnittstellen noch hergeben, ist zum Beispiel der Anschluss eines sogenannten Hubs, wie zum Beispiel unser AirSafe, das von BPW entwickelt wurde, wo ich halt hier eben sicherstellen kann, den Reifen auch kontinuierlich voreingestellt mit einem Luftdruck zu versorgen. Das kommt zum Beispiel noch hinzu. Oder aber eben, ich kann jetzt gleichzeitig mit der Pro, was ich vorher nicht konnte, mich an eine Kühlmaschine anschließen und an einen Datenschreiber. Vorher musste ich mich entscheiden, weil ich nur eine serielle Schnittstelle hatte. Jetzt habe ich zwei. Auch hier wieder viel mehr Möglichkeiten, was halt eben im Prinzip die ganze Überwachung des Fahrzeuges angeht.
Ich muss mal ganz kurz eine Nachfrage stellen. Und zwar weiß ich, als wir über das Basic gesprochen haben, da war ein großes Aushängeschild, die Herstellerunabhängigkeit. Herr Zeller, nun ist das bei einer, wenn man Kühlmaschinen mit einbindet, ist das vielleicht nicht mehr unbedingt so selbstverständlich. Wie sieht es aus bei dem Pro? Ist das da immer noch Herstellerunabhängigkeit, das große Aushängeschild, oder muss man da irgendwo eingrenzen als Kunde? Absolute gute Frage, absolut richtig. Herstellerunabhängigkeit steht bei uns an oberer Stelle, weil wir davon sehr, sehr überzeugt sind. Wir glauben, dass man herstellerunabhängig agieren muss, um es dem Kunden einfach zu machen. Der möchte nicht eine Hardware von hier, eine Hardware von dort haben. Überlegen Sie mal, wo heute überall Telematik sitzen könnte. Und das ist dem Kunden in der Regel zu kompliziert, der bevorzugt. Sagen wir mal, die All-in-One-Lösung, die bieten wir ja an. Und wenn er mal eine Hardware von einem Wettbewerber hat oder von einem anderen Aggregat, dann kann er das immer noch bei uns, und das haben Sie vorher richtig gesagt, in dem Cargo-Fleet-3-Portal sich anzeigen lassen, weil wir ja auch Datenintegrator sind. Also wir bieten die Hardware für alle Hersteller an. Wenn sie mal nicht von IDEM ist, die Hardware, dann integrieren wir Fremdhardware. Sehr, sehr gerne. Das hört man doch gerne. Wie sieht es denn aus mit was Sie so in Zukunft noch vorhaben? Also jetzt haben Sie gerade die Serie vorgestellt. Eine neue Hardware-Plattform bietet häufig Möglichkeiten, die man beim Release noch gar nicht so unbedingt kennt oder die man noch nicht alle zur Verfügung stellt. Gibt es da Pläne, inwiefern sich das weiterentwickeln soll, Frau Ohler? Ganz viele, und da könnten wir sicher noch einen eigenen Podcast draus machen über die Features der Future. Okay. Also was ganz wichtig ist, dass halt wirklich mit der Basic und mit der Pro haben wir hier erstmal den Hardware-Standard. Und sämtliche neue Features, die wir entwickeln, und da schlägt natürlich auch mein Produktmanager Herz auch wieder höher, wenn wir uns jetzt auch nach Launching der Hardware dann noch vermehrt drauf konzentrieren können, ist halt wirklich, dass wir hier den Standard haben und dann durch Software-Updates zum Beispiel oder durch die Integration von neuen Sensoren, von dem Anschluss von anderen Kabeln hier auch sehr offen sind. Und deswegen sprechen wir natürlich bei der Pro auch von der Telematik der Zukunft. Da gibt es auch schon erste Gespräche. Es gibt erste Projekte mit zum Beispiel Fahrzeugaufbauern, wo man jetzt vielleicht auch schon mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern kann. Da geht es zum Beispiel auch um die Anbindung der Ladebordwand, weil ich möchte natürlich nicht nur, dass mein Fahrzeug in dem Sinne betriebsfähig ist, dass die Reifen zum Beispiel kontrolliert werden, sondern ich muss natürlich auch sicherstellen, dass die Ladebordwand, wenn die halt eben hier irgendwelche Error-Codes meldet, da entsprechend auch handeln kann. Das heißt, wir möchten ums ganze Fahrzeug herumgehen, schauen, was können wir noch anbinden. Die Telematik ist sowieso da. Wir haben sowieso die Datenkommunikation im ständigen Austausch und von daher einfach wirklich noch mehr in Richtung Predictive Maintenance mit dem gesamten Fahrzeug. Zum Vielleicht Beispiel auch darf die ich eins digitale noch Plombe. ergänzen, Carmen. Und zwar ist mir das sehr wichtig. Wir müssen auch ein bisschen in Richtung Kunde denken. Wir müssen vom Kunden her denken. Der Kunde will nur einen Transport von A nach B in der richtigen Qualität, richtigen Zeit durchführen. Und da müssen wir ihn unterstützen. Und da denkt der Kunde nicht in Hardware 1, Hardware 2, Portal dieses, Portal jenes, sondern er überlegt, wie kriegt er den Transport besser hin. Und Herr Gleszewski, das ist ein ganz großes Ziel von uns, dass wir sagen, wir denken vom Kunden her und schauen nach Lösungen, die den Kunden zufriedenstellen und ihn befähigen, noch wirtschaftlicher und noch zuverlässiger seinen Job zu machen. Und Nehmen da Sie ein müssen bisschen. Sie Schnittstellen haben, Ja. unabhängig sein, vielleicht standardisiert sein. Und dazu sprechen wir mit vielen Marktbegleitern um uns herum und schauen uns, was geht in die Zukunft. Und wenn ich alles digital machen möchte, letzter Satz von mir, wenn ich alles digitalisiert machen möchte, dann brauche ich drei Komponenten. Das ist einmal das Fahrzeug, dann den Fahrer und dann die Fracht. Und wenn ich die drei zusammenbringe, dann kann ich einen gesamten Transport digital bewerkstelligen. Und das ist unsere Zukunft. Alles klar. Gut. Ich habe es kurz nochmal angesprochen, aber ich wurde eiskalt überredet. Und zwar ging es ja um den Daten, die man noch so zu so einem Truck oder zu so einem Trailer sammeln kann. Ist mir auch noch Ihre digitale Plombe eingefallen, die ja auch noch mal vor, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr wie vielen Jahren, den Telematik Award, glaube ich, gewonnen hat sogar. Das sind natürlich auch Daten, die man einbindet. Wichtig ist, und glaube ich, da sind wir alle derselben Meinung, dass man möglichst versucht, Insellösungen zu vermeiden. Ich glaube, das war auch gerade Ja. das, was Sie gerade meinten, dass man Ja. eben im Idealfall eine, vielleicht zwei Plattformen bedienen muss,
damit man es halt einfach hat. Also es ist letztendlich soll Telematik ja Prozesse erleichtern und nicht verkomplizieren, indem man zig Eingabesysteme hat. Aber das ist vielleicht tatsächlich nochmal ein Thema für eine andere Runde. Und die Runde für die Technik, inwiefern die sich noch weiterentwickelt, Features for Future, finde ich eine ganz, ganz, ganz interessante Überschrift. Können wir uns gerne nochmal zusammensetzen. Sie sitzen da ja auch ganz an der Quelle von weiteren Technologien mit BPW zusammen. Insofern erst einmal vielen Dank für Ihre Infos zur TC Trailer Gateway Pro. Zack, in einem Zug ohne Versprecher rausgelassen. Vielen Dank für Ihre Luft zu holen. Ohne das auch noch, ja, Luft hole ich schon lange nicht mehr. Gut, dann vielen Dank nochmal für Ihre Zeit und die Information. Danke schön. Danke schön. Ciao. Und Ihnen vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.